Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, für die betriebliche Altersvorsorge ist heute ein guter Tag. Mit dem Betriebsrentenfreibetragsgesetz, das wir heute verabschieden, stärken wir zum einen die betriebliche Altersvorsorge. Wir heilen zum anderen aber auch endlich eine alte Wunde des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes. 2004 gab es viele nachvollziehbare Gründe für das GMG. 5 Millionen Arbeitslose, Sozialkassen waren leer, Sozialversicherungsbeiträge galoppierten davon. Und deshalb hat auch eine breite parlamentarische Mehrheit Verantwortung übernommen. SPD, Grüne, CDU, CSU. Und auch wenn das GMG höchstrichterlich abgeklärt wurde und die Verbeitragung der Betriebsrenten seinerzeit ein notwendiger Schritt war, um die gesetzliche Krankenversicherung zu stabilisieren, so schauen auch wir Sozialdemokraten kritisch auf das Gesetz zurück. Ich bin froh, dass wir die Union davon überzeugen konnten, gesetzgeberisch tätig zu werden. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, wir können auch Dinge behandeln und lösen, die im Koalitionsvertrag noch nicht vereinbart wurden. Und es ist gut, dass wir heute nach langen und intensiven Verhandlungen eine wirklich gute Lösung für die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner verabschieden. Mit der Umwandlung von der Freigrenze in einen echten Freibetrag sorgen wir dafür, dass alle Empfänger von Betriebsrenten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, ab den 01.01.2020 finanziell entlastet werden. Das gilt im Übrigen auch für die Empfänger von Renten- und Landabgaberenten nach dem Gesetz für die Alterssicherung der Landwirte. Die Entlastung wird automatisch erfolgen, ohne dass extra ein Antrag gestellt werden muss. Der Freibetrag ab den 01.01.20, ganz egal, ob man die monatliche oder die einmalige Auszahlung wählt. Aufgrund der Umstellungsphase kann es allerdings zu einer Verzögerung der Umsetzung in den ersten Monaten kommen. Zu viel gezahlte Beiträge werden aber auf jeden Fall zurückerstattet, ohne dass die Betroffenen selbst aktiv werden müssen. Konkret bedeutet das, dass Betriebsrentner künftig monatlich ca. 20 Euro entlastet werden oder bei Einmalzahlung um gut 3.000 Euro für die Laufzeit. Wenn Sie also beispielsweise 300 Euro Betriebsrente beziehen, sind derzeit 46,50 Euro Krankenversicherungsbeiträge fällig, ab 01.01.20 nur noch 21,82 Euro. Oder noch sehr viel krasser, das Beispiel aus dem gestrigen Morgenmagazin. Bei einer Betriebsrente von 160 Euro zahlen Sie aktuell 24,80 Euro Beitrag. Ab den 01.01.20 sind es nur noch 11 Cent. Sie sehen, wir entlasten alle pflichtversicherten Betriebsrentner, aber ganz besonders die Rentner mit kleinen und mittleren Einkommen, Betriebsrenten. Und das sind über 60% der Bezieher. Auch für Betriebsrentner, die ihre Einmalauszahlung bereits erhalten haben, gilt der Freibetrag für die Restlaufzeit. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Betriebsrentenfreibetragsgesetz wird die betriebliche Altersvorsorge heute wieder attraktiver und ein Stück weit gestärkt. Damit setzen wir ein Signal, dass sich Vorsorge lohnt und sinnvoll ist. Klar ist aber auch, wenn wir auf der einen Seite die Betriebsrentner entlasten, diese Entlastungen auf der anderen Seite gegenfinanziert werden müssen. Die Entlastung der Betriebsrenten schlägt ab 01.01.20 mit rund 1,2 Milliarden Euro zu Buche. Die Mittel werden in der Umstellungsphase bis 2023 mit Zuschüssen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds kofinanziert und sind deshalb für den Zusatzbeitrag nicht relevant. Heute, Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine Gerechtigkeitslücke im Beitragsrecht geschlossen. Aber die wiederholten Reparaturbemühungen zeigen auch, dass wir eine grundlegende Reform im Beitragsrecht benötigen. Uns geht die Arbeit also nicht aus. Aber heute entlasten wir erstmal die Betriebsrentner. Und ich bitte daher um Zustimmung für das gelungene Gesetz. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sabine Dittmar. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Christine Aschen.